Wer meine Videos auf YouTube verfolgt, wird unlängst festgestellt haben, dass ich mir ausschließlich Themen zu eigen mache, die, sagen wir mal, etwas alt sind. Alt in einem historischen Sinne zumeist oder zumindest keiner Aktualität verschrieben. Und das war schon immer ein wenig Absicht. Solche Themen finden natürlich immer nur ein kleines Publikum, denn die meisten Leute interessieren sich nur für Sachen, die super aktuell sind, die in sind und angesagt, die uns jetzt gerade bewegen und nicht gestern und schon gar nicht vorgestern. Nun, ich bin nicht der richtige Typ, um dem brandheißen Thema hinterherzulaufen. Aktualität war schon immer mein Problem. Aktualität und kommerzielle Verwertbarkeit. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich es gerne habe, wenn die Dinge sich ein wenig gesetzt haben, wenn der Sand im Aquarium wieder zu Boden gefallen ist. Doch dann ist das Thema nicht mehr aktuell. Der Vorteil bei meiner Vorgehensweise ist allerdings, dass meine Themen eher zeitloser Natur sind, ob es dabei um die Reformationszeit geht, um das Mittelalter oder um die Geschichte von Tim und Struppi, wie in der aktuellen Serie. Dies sind also keine Beiträge mit einem Verfallsdatum und jemand, der sie in 5 Jahren auf YouTube entdeckt, wird ihnen genauso begegnen wie jemand, der sie heute findet. Und das finde ich gut. Doch ich möchte auch prüfen, ob ich denn zur Gegenwart etwas zu sagen habe. Ich habe zwar nicht vor, mich an den allerneuesten News abzuarbeiten, auch in Anbetracht unseres gegenwärtigen Zeitgeistes interessieren mich doch Themen, die etwas tiefer gehen. Ich bin durch und durch radikal. Oh, das böse Wort. Doch in seinem ursprünglichen Sinne leitet sich das Wort radikal von dem lateinischen Wort radix, die Wurzel, ab. Radikal bedeutet in erster Linie, dass man Oberflächlichkeit ablehnt und Vorgänge ausschließlich an ihren Ursachenmechanismen misst. Radikale wollen das Ding in all seiner Tiefe verstehen. Radikal bedeutet, dass man Dinge in Zweifel zieht, dass man misstrauisch ist und sich nicht mit schludrigen Antworten zufrieden gibt. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich also nur radikale Gedanken anbieten. Doch ich möchte den Sondierungsbereich eingrenzen und somit vorerst nur einen Begriff ins Spiel bringen. Einen Begriff, der im Mittelpunkt dieser Betrachtungen stehen sollte. Der eine Begriff, der mich schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten beschäftigt, lautet die Polarisierung. Polarität ist natürlich vorrangig ein Ausdruck aus der Physik und der Chemie. Dort bedeutet das Wort im weitesten Sinne eine Organisation von Energie oder Materie nach Ladungsschwerpunkten. Wir haben es also mit zwei Zuständen zu tun, die sich bedingen. Polarisation ist hingegen ein Ausdruck, der insbesondere bei der Wellenphysik zum Ausdruck kommt. So zeigt sich bei Licht und bei Radiowellen, dass diese in ihrer Ausbreitung eine vertikale und eine horizontale Komponente haben und diese können entsprechend herausgefiltert werden. So hat zum Beispiel eine gute Sonnenbrille polarisierende Eigenschaften, die dann auch wirklich zum Beispiel 50% der Photonen herausfiltern, respektive abprallen lassen. Polarisationsfilter sind auch in der Fotografie beliebt. So erreicht man diese schönen Sommerfotos mit einem satten dunkelblauen Himmel. Dies ist, wenn ich mich nicht irre, letztendlich auch die Grundlage der 3D-Technik im Kino, wo die berühmten 3D-Brillen eben genau entgegengesetzte Polarisationen ausführen. Falls ich mich aber irre, verbessert mich ruhig. Von all dem möchte ich aber nicht sprechen. Nicht nur deshalb, weil ich davon nichts verstehe, wobei das heutzutage für viele Leute kein Hindernis darzustellen scheint, aber das hat schon wieder mehr mit dem Thema zu tun, das mich hier interessiert. Für mich ist die Polarisierung der Gesellschaft interessant. Die Polarisierung wird hier also zu einer Metapher für den modernen Menschen, der sich angesichts der öffentlichen Meinung und des Wirbelwinds aus ständig neuen Informationen letztendlich entscheidet, nur noch ein Narrativ zu akzeptieren. Der besagte Mensch denkt dann sozusagen in Schwarz-Weiß-Mustern. Alle Informationen, die seinen Polaritätsfilter im Gehirn nicht passieren, prallen nur noch ab. Der Mensch ist dann gänzlich polarisiert und lebt geistig gesehen nur noch in seiner Echo Chamber. Hier stoßen wir also auf all diese modernen Ausdrücke, die uns irgendwie alle betreffen, wie zum Beispiel Confirmation Bias, den man in Deutsch auch als den Bestätigungsfehler bezeichnet. Und wer davon frei ist, der soll bitte gerne den Stein in die Hand nehmen und auf mich werfen. Die ständige Polarisierung der Welt scheint sich als die führende Plage unserer Ära herauszuschälen. Könnte es nun sein, dass das zentrale Problem hierbei in einer grundsätzlichen Entfremdung gegenüber allen Strukturen ist, die man früher eben als
Teil des Gemeinwesens empfunden hatte. Hätte man vor 40 Jahren beim Missmut über den Inhalt einer bestimmten Zeitung nicht darauf gepocht, dass hierbei Korrekturen vorgenommen werden, wäre man heute nur abwinkt und sagt, sind eh alles Lügner? Das Wir-Gefühl des Gemeinwesens scheint durch soziale Medien ersetzt worden zu sein, die sich allerdings nicht gerade als sozial erweisen. Social-Media-Plattformen sind nicht sehr gesellschaftlich, da sie die Gesellschaft oder das Gemeinwesen weder zusammenbringen noch in irgendeiner horizontalen Struktur eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglichen. Und ich meine das ernst, dass wir doch alle zusammen sind wie so eine große Familie in Facebook ist doch eine Illusion. Und das Sagen dort haben ohnehin nur Promis und irgendwelche Influencer, die mit ihren dämlichen Produktvideos und Schminktipps hunderttausende Follower angehäuft haben. Manchmal sogar Millionen. Die Folge ist eine befremdliche Binärsklaverei. Doch was meine ich damit? Was ist ein Binärsklave? Nun, in erster Linie ist es ein Ausdruck, den ich mir ausgedacht habe. Doch dies geschah nicht deshalb, weil ich es für allzu erstrebenswert halte, der modernen Sprache ein neues Wort hinzuzufügen. Es sind ihrer doch eh schon zu viele. Nein, ich habe es mir ausgedacht, da ich nach einem Wort suchte, das den besagten Sachverhalt am besten beschreibt, es aber nicht gefunden habe. Die Binärsklaverei ist nicht mit den sozialen Medien entstanden, doch sie wurde von ihnen in einer unglaublichen Art und Weise verstärkt und vertausendfacht. Und was einst unter der Ägide des frühen MySpace noch eine exzentrische Schwärmerei zwischen Künstlern und Enthusiasten war, verwandelte sich unter der Herrschaft des Knabenkönigs Mark Zuckerberg zu einer Frondienstmonstrosität, die nur nach einem Motiv verfährt. Bist du dabei? Bist du ein Mensch? Bist du nicht dabei? Nun, wen interessiert dann schon, wer du bist, wenn du nicht dabei bist? Und als man geglaubt hatte, dass die Abscheulichkeiten ihren kulturhistorischen Höhepunkt erreicht haben, während sich die gesamte Zivilisation dem trivialen Liken und Markieren und Teilen hingegeben hatte, setzte man noch eins drauf. Man erschuf die ultimative Panzerwaffe der menschlichen Dummheit und damit den primären Kommunikationskanal von Donald Trump Jr. Ja, die Rede ist von Twitter, dem Buchstabenporno für die kurz Angebundenen. Hier kann man, gänzlich befreit von jeglichen Nuancen, seine halbgare Meinung auf wenige Zeichen begrenzt hinaus posaunen. Freiheit war noch nie so schön oder hässlich, doch wer kann in diesem Zeitalter noch den Unterschied erkennen? Die nachfolgenden Worte, ausgesprochen von dem Berliner Philosophen Byung-Chul Han, sind möglicherweise das wichtigste Zitat zur Medienkultur seit den Tagen von Marshall McLuhan vor 50 Jahren. Und die Tatsache, dass sie den meisten nicht bekannt sind, kann getrost als ein Teil des Problems gesehen werden. O-Ton: Von der Struktur unterscheidet sich diese Gesellschaft nicht vom Feudalismus des Mittelalters. Wir befinden uns in einer Leibeigenschaft. Die digitalen Feudalherren wie Facebook geben uns Land, sagen, beackert es, ihr bekommt es kostenlos. Und wir beackern es wie verrückt, dieses Land, am Ende kommen die Lehnsherren und holen die Ernte. Das ist eine Ausbeutung der Kommunikation. Wir kommunizieren miteinander und wir fühlen uns dabei frei. Die Lehnsherren schlagen Kapital aus dieser Kommunikation. Und Geheimdienste überwachen sie. Dieses System ist extrem effizient. Es gibt keinen Protest dagegen, weil wir in einem System leben, das die Freiheit ausbeutet. Soweit Byung-Chul Han. Damit kommen wir zu dem Begriff der Binärsklaven. Hierbei geht es mir nicht, wie bei Byung-Chul Han, so sehr um die Tatsache, dass inmitten eines epochalen, ultrakapitalistischen Zeitalters Millionen, ja eigentlich Milliarden Menschen kostenlos für eine Handvoll moderner Medienzaren arbeiten. Mir geht es mehr darum, was all die Menschen da zum Einsatz bringen. Welcher Natur hierbei die Denkprozesse sind. Und doch kann man die sozialökonomische Facette nicht gänzlich ignorieren, denn Social Media hat aus der Sicht ihrer Betreiber dann ihre finanziell effizienteste Stufe erreicht, wenn eine möglichst hohe Anzahl an Teilnehmern in irgendeinem geistigen Konflikt eingespannt ist. Ist ganz klar, der Erfolg der sozialen Medien wäre nicht in dieser Tragweite gewährleistet, wenn die Postings sich ausschließlich um Fußball-triviale Katzenfotos und um ein paar Online-Spiele drehen würden. Damit würde man zwar schon sehr viele Menschen in die virtuellen Netze spannen können, tragischerweise, doch damit das System wirklich zu oszillieren anfängt, braucht man zwei Sachen. Extrem polarisierende Themen und die Abwesenheit eines jeglichen Faktenchecks. Damit ist der binäre Sklavenplanet erschaffen, die Welt des Homo economicus cretinus.
Denn bei genauerem Hinsehen reflektiert fast jeder Twitter- oder Facebook-Beitrag, jeder Kommentar gleichzeitig einen inhärenten Irrtum, der an dieser Stelle unvermeidlich ist. Denn fast keine der gemachten Äußerungen wird der Vielschichtigkeit des Sachverhalts gerecht. Vor 50 Jahren musste der durchschnittliche Bürger erstmal abends in die Kneipe gehen, um dort von dem üblichen Salonbolschewik oder verbohrten Nationalist oder einem ewigen Besserwisser mit irgendeiner polarisierten Halbwahrheit konfrontiert zu werden. Und dann konnte die betreffende Person polar reagieren und eine genauso blutarme Gegenthese aufstellen und diese dann dagegenhalten. Die deutsche Sprache hat ja den einen oder anderen Ausdruck dafür. Man nennt es zum Beispiel schwadronieren, man nennt es auch ein Stammtischgespräch und wir wissen sofort, was davon zu halten ist. Aber was ist heute, wo mittels eines Smartphones diese polarisierten Halbwahrheiten im Sekundentakt auf den Geist des Individuums einprasseln? Wir sehen es ja unentwegt. Es gibt die NATO-Trottel auf der einen Seite und die Putin- und Assad-Versteher auf der anderen Seite. Es gibt die Gutmenschen und die AfD-Wähler, die Wutbürger. Wer sagt eigentlich, dass eine Bevölkerung sich derart primitiv polarisieren soll, gemessen daran, dass die gebotene Auswahl an intellektuellen Standpunkten so armselig ist? Also ist doch ganz klar, dass da irgendetwas besteht, das es aufzubrechen gilt. Und 2016 haben wir zwei Höhepunkte der Binärsklaverei gesehen. In voller Entfaltung, in voller globaler Tragweite. Den Brexit und die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Die bloße Idee, dass 300 Millionen Amerikaner vor eine so lächerliche Wahl zwischen einer notorischen Wall-Street-Politikerin und einem psychotischen Lügenbaron gestellt wurden, erscheint geradezu unfassbar. Doch man darf nicht vergessen, dass alle mitgemacht haben. Kaum jemand ist wirklich aufgestanden und hat gesagt, halt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Eigentlich ist das Ganze doch nur ein Taschenspielertrick. Und ja, einige sind aufgestanden und haben genau diese Gedanken geäußert. Und jetzt, ein Jahr später, laufen immer noch amerikanische Demokraten durch die Gegend und beschuldigen genau diese Leute, die Wahl von Trump ermöglicht zu haben. Für das Versagen von Hillary Clinton scheint Hinz und Kunz verantwortlich zu sein, inklusive Putin, nur nicht Hillary Clinton. Es haben alle mitgemacht, denn der Fehler bestand nicht darin, sich für Donald Trump oder Hillary Clinton zu entscheiden. Der Fehler bestand darin, eine Entscheidung aufoktroyiert zu kriegen, die von allen Seiten betrachtet nur widerwärtig war. Somit sind nicht nur die Trump-Wähler an der Wahl von Trump schuld, sondern die Gesamtheit der Clinton-Wähler auch, inklusive all der arroganten Promi-Wirrköpfe wie Whoopi Goldberg oder Bill Maher. Wer sich von einem Taschenspielertrick vereinnahmen lässt, darf sich nicht über den Ausgang des Tricks beklagen. Es gibt keine Spielräume für Informationen inmitten eines Taschenspielertricks. Es gibt keine offenen Ausgangsmöglichkeiten inmitten eines Taschenspielertricks. Wer auch nur 10 Minuten seines Lebens Penn und Teller zugehört hat, der weiß das. Es ist ohnehin faszinierend, wie oft man zum Beispiel einen Nichtwähler dafür verantwortlich machen möchte, dass, sagen wir mal, eine Nazi-Partei an Macht gewinnt. Der Nichtwähler ermöglicht die Nazis. Das ist eine typische Floskel, die man so von Cem Özdemir erwartet. Doch denk mal drüber nach. Ein Politiker, der das behauptet, hat oft nicht den Hauch einer Ahnung, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Woher sollte er das auch? Hat jemand gegenwärtig den Eindruck, dass der deutsche Parlamentarier weiß, was im Kopf der Nation vor sich geht? Somit kann man nicht für sich beanspruchen, dass der vorhandene Nichtwähler es versäumt hatte, seine Stimme gegen die Nazi-Partei aufzubieten. Das ist eine Projektion auf den Wähler, als wüsste man im Vorfeld, was er gewählt hätte, wenn er gewählt hätte. Aber wir wissen ja nicht, was für den Nichtwähler die nächstbeste Option in seinem Entscheidungsprozess gewesen wäre. Die Nichtwähler sind häufig auch diejenigen, die nicht an Wählerumfragen teilnehmen. Ihre geheimen Wählerfantasien bleiben somit eher ein Geheimnis. Doch was ist, wenn ich übers Fernsehen Leute dazu auffordere, wählen zu gehen? Und genau diese Leute gehen dann los und wählen genau diese Nazi-Partei, die ich verhindern möchte. Mit anderen Worten, es gibt kaum eine quantifizierbare Erkenntnis darüber, wie viele Übernahmen durch Nazi-Parteien durch Nichtwähler eigentlich verhindert worden sind. Provokant, ich weiß. Nun gut, dieser Gedanke hat einen Hässlichkeitsfehler, ich gebe es ja zu. Denn die Erfahrung zeigt, dass Nazis zwar des Denkens nur selten fähig sind, doch ihre Geschlossenheit und ihre Bereitschaft, Kante zu zeigen, ist natürlich etwas, wo sich die dauernd zerstrittene Linke etwas abschneiden könnte. Ich könnte mich also irren und es wäre korrekter anzunehmen, dass der zu Hause gebliebene Nichtwähler mit großer Wahrscheinlichkeit kein Nazi ist. Denn wäre er ein Nazi, er würde es sich nicht entgehen lassen, eine Nazi-Partei zu wählen. Doch wer will dafür die Hand ins Feuer legen?
Das sind also alles verkürzte Gedanken, die inmitten einer hochkomplexen Welt bar jeglicher Skrupel über den Leuten ausgeschüttet werden. Das ist wie diese Floskel, die man der Chaos-Theorie entlehnt hat. Kennt ihr das? Der Flügelschlag eines Schmetterlings in China kann in Nordamerika einen Wirbelsturm auslösen. Ja, das ist im Sinne unserer Erkenntnisse über komplexe dynamische Systeme sicherlich korrekt, aber der Zweck dieser Metapher ist eine knappe, isolierte Beschreibung des Prozesses. Mit anderen Worten, es versteht sich von selbst, dass dieselbe Anzahl an Flügelschlägen eines Schmetterlings ebenso Wirbelstürme verhindert. Es geht darum, dass eine Veränderung stattfindet. Es geht nicht darum, ob diese Veränderung unseren Bestätigungsfehler verstärkt oder uns in den Kram passt. Alles andere wäre Zauberei. Wir haben hier kein magisches System inmitten unserer Welt, mit dessen Hilfe man aus Schmetterlingsflügeln Hurricanes herstellen kann. Zu sagen, die Leute sind nicht an die Wahlurnen gegangen und deshalb hat XYZ gewonnen, ist eine denkfaule Interpretation der Vorgänge. Die Leute sind nicht an die Wahlurnen gegangen, weil sie dir nicht vertrauen. Die Leute sind nicht an die Wahlurnen gegangen, weil sie den Mist nicht mehr hören wollen. Und so weiter. Das liegt doch viel näher an der Realität. Wir leben im Zeitalter des Bullshits. Ein überwiegender Teil der Informationen, Aussagen und Meinungen, die uns da heute entgegenbranden, sind doch nur wirrer, halbdurchdachter Nonsens. Und hierbei spielt es keine Rolle, ob dieser Nonsens von sogenannten Gutmenschen perpetuiert wird, deren Engagement nur deshalb so altruistisch ist, weil sie nicht wirklich irgendwelche Opfer bringen müssen, weil sie sich nicht wirklich mit einer Kultur konfrontieren müssen, die ihnen nicht nur fremd ist, sondern insgeheim nur wenig gesonnen ist. Und es spielt auch keine Rolle, ob all dieser Unfug von einem dieser neuen Deutschpatrioten kommt, die sich zwar ständig mit ihren albernen Deutschlandfähnchen wappnen, doch bei genauerem Hinsehen nur Sinn für Geld, Alkohol, Fußball und Pornografie haben. Auf beiden Seiten des Gutmensch-Wutbürger-Spektrums sind Faktenchecks nicht wirklich angesagt. Man will nur aus dem Bauch reagieren und austeilen. Doch es ist der polarisierende Charakter dieser Falschinformationen, der diese ungesunde Dynamik ausmacht, in der wir nun alle leben müssen. Denn eine Information oder Aussage, die da durch die Medien driftet, muss immer irgendeine antagonisierende Eigenschaft haben. Da sehe ich zum Beispiel ein Video über die schrecklichen Weihnachtsmarktereignisse von Berlin vor einem Jahr. Und der allererste Kommentar, der darunter erscheint, lautet: Und wie findet ihr das jetzt mit eurer 1 Million Flüchtlinge? Man könnte nun ein 8-jähriges Kind damit beschäftigen, die logischen und philosophischen Trugschlüsse dieser Äußerungen auseinanderzunehmen. Doch den Urheber kümmert das nicht. Er ist fasziniert davon, dass in all der Bedeutungslosigkeit, die ihm noch vor einigen Jahren zugestanden hatte, ihm und allen anderen nun plötzlich diese neuartige Kraftachse zur Verfügung steht. Die Kommentarfunktion gibt nun ein neuartiges Gefühl von Bedeutung. Endlich ist da die Obstkiste, auf die man steigen kann. Endlich kann man seine Meinung sagen. Und hierbei gibt es ein wichtiges Detail, denn einfach nur Blödsinn zu schreiben, wird nicht die gesuchte Befriedigung verschaffen. Das oszillierende System verlangt nach polarisiertem Blödsinn. Der Wirrwarr muss ausschließlich auf der Achse platziert werden. Der Kommentar muss ein Gefühl von wer nicht mit uns ist, ist gegen uns evotieren, sonst bleibt der gewünschte Effekt aus. Konrad Lischka schrieb unlängst in seinem exzellenten Aufsatz, nur die Überschrift gelesen, trotzdem weitergereicht: Diese Kommentatoren treibt nicht die Diskussion und Verarbeitung neuer Erkenntnisse. Sie treibt die Bestätigung der eigenen Identität an, erlangt durch klar formulierte Gruppenzugehörigkeit. Erst an der primitiven, einseitigen Natur der Internetkommentare beginnt man die Tragweite der Einsamkeit und Trostlosigkeit zu erahnen, die uns eine Zivilisation und Kultur hinterlassen hat, deren vordergründige Sorge stets nur den materiellen und monetaristischen Werten gegolten hat. Und so ist er, der Online-Wutbürger, geboren. Das Internet hat sich hierbei stets als der große Begradiger, der große Gleichheitsstifter verstanden. Doch auch das Internet ist nicht gut per se. Es ist, was wir daraus machen. Die egalitären Strukturen stoßen hierbei schnell an ihre Grenzen, denn das Internet der Gegenwart hat in der Regel große Probleme mit allen Formen der Meritokratie. Es will einerseits stets demonstrieren, dass alle dieselben Chancen haben, Gehör zu finden, doch sieht man hin, wird deutlich, dass es manchmal mehr eine Plattform für die üblichen Verdächtigen ist. Die Promis. Frauen, die bereit sind, ihre Titten zu zeigen. Und Leute, die besonders laut schreien und auf Knopfdruck Wutanfälle kriegen können. Das ist längst keine geistig gesunde Umgebung mehr. Doch die Plage der Polarisierung war natürlich schon vorher da und tobte schon immer in allen Bereichen des Lebens.
Man sollte stets gezwungen sein, sich beim Thema Abtreibung entweder pro-life oder pro-choice zu entscheiden. Doch sage ich, was ist, wenn auf beiden Seiten Heuchler, Lügner oder Idioten operieren? Was machst du dann, kleiner Mann? Und so leben wir in einem Hagelsturm der unwahren Aussagen, die uns unentwegt dargeboten werden, als hätten sie in letzter Instanz irgendeine Bedeutung. Der Islam passt nicht zu Deutschland. Oder der Islam gehört schon seit den Gastarbeitern zu Deutschland, eigentlich schon seit Friedrich Rückert. Oder wir haben eine christlich-jüdische Kultur. Oder nein, nein, wir haben eine Willkommenskultur. Homosexualität ist eine Lifestyle-Entscheidung. Nein, 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 Homosexualität ist angeboren. Alle Banker sind Verbrecher. Nein, der Markt wird es regeln. Und dann ist da der effizienteste aller Nonsensausdrücke, ein Wort, das keines Artikels und keines Satzbaus mehr bedarf. Gemeint ist natürlich der Begriff Lügenpresse. All diese Aussagen sind weitgehend nur Müll. Und trotzdem stellen sie die geistige Grundlage der gegenwärtigen Zivilisation. Früher waren sie halbwegs auf verrauchte Stammkneipen beschränkt. Heute werden sie durch das World Wide Web wie eine Epidemie in alle Richtungen getragen. Wer würde also bei klarem Verstande in Abrede stellen wollen, dass wir alle im weitesten Sinne wahnsinnig sind? Und eine Frage der Intelligenz kann es nicht sein, denn wir experimentieren mit Elektronen und analysieren Gensequenzen, und doch sind wir nicht imstande, unsere eigene Ethik zu erfassen. Was ist also die Antwort auf diese Hyperpolarisierung und das Abdriften aller Menschen in die Binärsklaverei? Wie könnte man diesem Sachverhalt begegnen? Das Erreichen eines gänzlich depolarisierten Bewusstseins ist den meisten, naja, vielleicht allen, nicht gegeben. Unsere Gehirne scheinen darauf nicht ausgelegt zu sein. Wir sind dafür nicht gemacht. Alles wird in unseren Köpfen nach einem Entweder-oder-Narrativ abgewickelt. Entweder ich finde die Frau attraktiv oder ich finde sie nicht attraktiv. Entweder ich werde jetzt nach Hause gehen oder ich bleibe noch. Wir erzwingen hierbei meistens eine Entscheidung, deren Hergang nicht selten außerordentlich verdächtig ist. Doch zumindest gibt es uns ein Gefühl der Willensfreiheit, wenn es auch ein sehr illusorisches Gefühl ist. Das Polaritätsproblem ist seit Jahrzehnten in der Esoterik bekannt, seit Jahrhunderten in der Philosophie und seit Jahrtausenden in der Religion. Es gibt zumindest drei Weltreligionen, allem voran der Buddhismus, der Taoismus und der Hinduismus, die sich ernsthaft mit Methoden beschäftigen, diese Polarisierung unseres Bewusstseins und die damit verbundene Sklaverei des Entscheidungszwangs aufzubrechen. Nun darf man natürlich nicht in eine Falle tappen. Denn einfach nur mein Gelaber hier hinzunehmen, ist in Wirklichkeit nur eine weitere Schale des Polaritätshütchenspiels. Denn letztendlich stelle ich dich auch nur vor eine polare Entscheidung, aus dem System auszusteigen oder ein Sklave zu bleiben. Und diese Entscheidung ist in ihrer letzten Instanz wieder polar. Es ist ja nie auszuschließen, dass alles, was ich da sage, einfach nur Unsinn ist. Aber ich kann einfach diese Bürde nicht von deinen Schultern nehmen. Deswegen sind wir doch Individuen. Deswegen sind wir doch befähigt, nachzudenken. Deswegen haben wir uns den Namen Homo sapiens zugelegt. Wir haben doch nicht geflunkert. Die Buddhisten hatten dieses Problem schon vor Jahrtausenden verstanden. Buddha schaffte es, sämtliche Polaritäten seines Lebens aufzulösen und war somit bereit, das Nirvana zu betreten. Doch diese letzte Sehnsucht, dieser letzte Maßstab des Verlangens und Entscheidens, diese Restspur des Egoismus, getarnt als Intellekt, getarnt als Spiritualität, war letztendlich eine letzte Polarisierung. Der Buddhismus nennt es nur nicht so, er nennt es Karma. Und Buddha löst dieses Problem bravourös. Er wird zu einem Bodhisattva. Bereits erleuchtet verweilt er dennoch in der Welt, obwohl er dies eigentlich nicht tun müsste. Und er bleibt so lange in der Welt vorhanden, bis auch die allerletzte Seele ebenfalls Bodhisattva geworden ist. Wenn wir alle bereit sind, wird Buddha diese Welt verlassen. Und dann verschwindet die Welt. Doch was kann man aus diesem Gleichnis ableiten? Ist es auf unser Leben anwendbar? Tja, frag mich nicht, ich bin kein Guru. Ich überwinde Paradigmen wie veraltete Betriebssysteme. Nationalismus abgeschafft, Vaterlandsstolz abgeschafft, Tradition abgeschafft, Frauenfeindlichkeit abgeschafft, Chauvinismus abgeschafft. Das Problem ist nur, das kann ich für mich tun. Ich kann die Welt so sehen und mich auf diese Weise der Welt entziehen. Viele Menschen haben so gelebt. Das Mittelalter hat ein richtiges Faible für einen Siedler.
Doch will man in der Welt bleiben, muss man es wohl lernen, auf die Fehler anderer hinzuweisen und Fakten und Wissen zu verbreiten, doch ohne die Polarität der Arroganz, der Vulgarität und der Hasssprache. Und das ist sehr schwer. Um diese Rolle auszufüllen, müssen wir die Leute nicht mit neuen Informationen versorgen, sondern müssen unsere eigenen Denkprozesse verbessern. Und die verbesserten Denkprozesse müssen stets offenbart werden, sodass sie gesehen werden. Ungefähr so wie in diesem Video jetzt gerade. Ich glaube, für heute reicht es mit der Reflexion. Ich wollte nur ein wenig darüber plappern, was mir so durch den Kopf geht. Ob das jemanden interessiert, um ehrlich zu sein, kann ich es mir nicht vorstellen. Doch falls es da irgendwas gab, das dir einen gedanklichen Anreiz gegeben hat, deine eigenen Gedanken zu spinnen, umso besser. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, eine polarisierte Welt zu heilen. Wir driften in einer Spirale dem Abgrund entgegen, während wir uns über Russland und die Ukraine streiten. In dieser Welt ist kommerzieller Sport so mächtig, dass die bloße Tatsache, dass die Machenschaften dieser Leute dahinter kriminell sind, so gut wie keinen Effekt hat. Übrigens haben die meisten Binärsklaven etwas gemeinsam. Ungeachtet dessen, auf welcher Seite der unzähligen Meinungsachsen sie sich befinden, sie alle glauben, dass der Homo sapiens nicht ohne Geld existieren kann. Sie stellen sich ständig Einhörner vor und Raumschiffe zu fremden Sternensystemen, aber nicht die eigene Welt ohne Geld. Irgendwer hat das Spiel wirklich gewonnen. Vielleicht diese neoliberalen Leute, die da ihren Feldzug führen und von denen einige Leute, die smarter sind als ich, so viel sprechen. Und das ist alles sehr tragisch, denn als Zivilisation läuft uns eigentlich die Zeit davon. Wir müssen eigentlich Tag und Nacht an Problemen arbeiten, deren Kulminationspunkt in 20 oder 30 Jahren liegt. Aber stattdessen betreiben wir Identitätspolitik und lesen Bücher von wirren Verschwörungstheoretikern. Ich habe anfangs gesagt, dass mich vorrangig die radikale Idee interessiert, also die Idee, die auf der tiefsten Ebene des Argumentationsprozesses liegt. Das Erkennen der neurotischen Polarisierung einer ganzen Welt ist dabei meiner Meinung nach vollkommen unverzichtbar. Somit versuche es. Es ist die schwerste geistige Übung, die es auf dieser Welt gegenwärtig gibt. Denn die Strömung, die Dynamik läuft dem genau entgegen. Versuche, dich nicht polarisieren zu lassen.